Morgen war ein sehr bewegender Moment, weil die Nachfahren der dargestellten Persönlichkeiten haben die Ausstellung praktisch den Besuchern übergeben. Seit ihrer Entstehung durften diese Bilder von Gottfried Lindauer überhaupt nur das erste Mal Neuseeland verlassen. Und der Grund liegt darin, dass die Maori, die ja hier in den Bildern von Gottfried Lindauer dargestellt sind, diesen Werken einen sehr hohen immateriellen, spirituellen Wert beimessen. Und es bedurfte für jedes einzelne Bild der Gespräche zur Genehmigung mit den jeweiligen Nachfahren der hier Dargestellten. The ancestors are the ones that run us. We have to look at the people of the past. What good things did they do? And what is the history? What are the marriages? What the genealogical connection? And for Maori, that's very important. Es kamen zwei Sachen zusammen. Einerseits traf Gottfried Lindauer auf Henry Partridge, der ihn gefördert hat und bei ihm tatsächlich 60 Bilder in Auftrag gegeben hat, weil er diese Maori-Kultur bewahren wollte. Und die Maori haben sofort den Wert für sich erkannt, dieser Bilder. Diese Bilder sind eben im Nazarener-Stil sehr lebensecht gemalt. Und das ist ja das, was sie auch gewollt haben, weil sie hatten Erinnerungen an ihre Vorfahren oder die Helden, die Diplomaten, die Politiker, die hier dargestellt sind. Die brauchten adäquate Bilder. Sie haben den Geist des 19. Jahrhunderts, einen europäischen Geist, aber sie sind heute Dokumente einer außereuropäischen Kultur. Das zeigt, wie frühzeitig sich die Welt globalisiert hat, auch in ihren Künsten.